Begrüße das Gemüse. Willkommen zu Pro Evolution Soccer 2020. Ja, ihr seht es, wir starten eine komplett neue Saison mit AS Rom. Ja, und zwar einfach aus dem Grund, ich habe ja damit begonnen, genau zu Release, und da waren einfach nicht die Spieler, die eigentlich im Team sind. Ein paar schon, einige haben aber in der Zwischenzeit Karriere, Rücktritt bekannt gegeben und, so wie Daniele De Rossi. Ja, und Mkhitaryan war da noch nicht. Und ja, ich habe auch aus Versehen Währung Yen genommen, da soll sich einer auskennen. Yen-Währung, und darum noch einmal von vorne. Karriere als Roma 2.0. Ja, aber nicht nur das. Es gibt ja auch die Data Kits, und die habe ich mir runtergeladen. Das heißt, es gibt jetzt die Originalteams mit den Originaltrikots. Stadien zwar nicht, aber immerhin Trikots. Spieler von Deutschland, von den vier Top-Ligen. Real Madrid heißt nicht mehr Madrid Charmante B, sondern wirklich Real Madrid. Können wir vielleicht sogar kurz reinschauen. Da Wettbewerbsinfo. Da haben wir alle Champions League, Europa League. Ist einfach viel besser, wenn man das hat. Da Premier League. Andere Ligen waren sowieso Spanien, Liga Santander, natürlich Bundesliga jetzt dabei. Perfekt, also. Wir schauen mal da, jetzt da haben sie alle Premier League. Da die richtigen Namen, natürlich auch die Kurs. Ist einfach schon viel schöner spielen, verstehe nicht. Warum es Konami einfach nicht schafft, sich mit EA die Lizenzen zu teilen. Immer nur so einzeln mit Juventus. Das zerstört damit das ganze FIFA-Spiel, und die sollen sich einfach richtig konkurrieren. Denn Pro Evolution Soccer macht Spaß. Natürlich, das Gameplay ist etwas, ja. Das FIFA ist FIFA, kann man sagen, was man will. So, die Ansprache. Juventus ist ein starker Gegner, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken. Die Fans werden alles geben, also müssen wir das ebenfalls tun. Das ist unser erster Auftritt vor heimischer Kulisse in dieser Saison. Was auch immer passiert, bietet den Fans ein Spektakel. Denkt dran, wir bestimmen das Tempo. Tolle Ansprache von Roberto Carlos. Und hier das erste Spiel gleich gegen Juventus. Oha. Das hatte ich in 1.0 nicht in Erfahrung. Und wir haben jetzt drei Trikots, nicht nur zwei. Jawohl, wir haben drei. Juventus hat auch drei. Juventus spielt in Weiß-Rot. So, Aufstellung sollte normalerweise passen. Stadion ist natürlich Stadio Olimpico. War vorher noch Stadio Nazionale. Jetzt ist es wirklich Stadio Olimpico. Wie es sich gehört, Mkhitaryan hier, die Spieler, wie es sein soll. So lässt es sich leben. So. Kameraeinstellung weiß ich gar nicht, welche ich da habe. Dynamischer Weitwinkel. Okay. Ja, egal. Starten wir das Spiel. Ah, ich muss noch schnell schauen. Kommentatoren. Audio-Einstellungen. Okay.
Kommentarlautstärke auf 0. Und schon kann es losgehen. Anstoß. AS Roma gegen Juventus Turin. Das erste Spiel. In der Karriere AS Roma 2.0. Jawohl, da ist es, das hatten wir vorhin nicht. Jetzt haben wir Stadio Olimpico, vorher war es das Nationale. Jetzt haben wir es. Perfekto. So soll es sein. Jawohl, das sieht ja schon viel besser aus. Ja, bei Borussia sagt, wir sollten mal mit der Fähre vielleicht etwas warten. Bis November zumindest. So, wir schauen uns die Aufstellung an. Perotti, Dzeko, okay. Pellegrini, Diawara, Vertuten, Mkhitaryan, Florenzi, Smalling, Fazio und Kolarov. Und im Tor Lopez und von Juventus, Gnardo, Mandzukic, Ben Afra, Matuidi, Rabiot, Ramsey, Pasali, Trini, Bonucci, Alexandro und im Tor Perin. Ja, Mandzukic ist dann auch bei Juventus. Update war noch nicht da, aber er wird, ist da jetzt nicht so schlaggebend. Wichtig ist, wenn wir bei AS Rom und los geht's, Ankick. AS Rom gegen Juventus Turin. Wir haben ja gesagt, wir spielen spektakulär. Soll es dann auch sein. Und der Ansatz hier. Oh. So. Das Verteidigungssystem ist wieder anders. Mit X. Und Dzeko, Dzeko, kann er sich durchsetzen? So, keine. Jetzt da Mkhitaryan. Wow, schöner Pass. Auf Dzeko. Perin. Hoppa. Hier noch einmal Dzeko. Und hält hier. Der Goalkeeper von Juventus. So, jetzt wieder alles auf Angriff. Wieder auf Dzeko, diesmal zu langsam. Oha. Jetzt sieht er aus. Ah, schlechter Pass.
Aspekt nur wieder. War starke Verteidigung von Juventus. Wie schnell die am Ball sind. Perotti wäre zu. So, Pellegrini. Top Chance. Und noch einmal zu sehen. Oh, knapp über das Tor. Ah. Oh, schöner Schuss davor, aber Lopez hält hier. Oh. Ronaldo wird bislang ausgebremst. Oh, schlechter Pass. Jetzt sind ein wieder abgedrängt. Noch einmal. Komm. Verteidigung hält von Juventus. Und Tor. Gefährlich. Ronaldo mit dem Schuss. Seite. Ah, wieder Ballverlust. Muss da nicht sein. Oh, rechtzeitig Smalling. Jetzt der Perotti kann sich hier nicht durchsetzen. Und 0:0. Zur Pause. Ja, Ballbesitzmäßig Juventus 53%. Okay. Füßes Tor 3:2. So, ab zur Hälfte Nummer 2. Ist der Ball. Was? Und ja, gelbe Karte für Deco. Für ja, rechter. Kann man so geben. Glaube nicht. Wow. So, oh, Baller.
Keine enge Ballführung. Oh. Und immer einen Schritt vor da. So, Perotti. Aus dem Spiel für ihn kommt Justin Kluivert. Bitte, es passt. Ah, komm. Hängen wir nur so hart rein. Und, wow, tolle Abwehr. So, Passore für Pellegrini. Mario Mandzukic mit dem Treffer. Kein Durchkommen. Wow. Verteidigung. Schlecht gestanden. Da komm, jawohl! Setz dich hier durch. Schönes Solo und ja, ins untere. Untere Eck. Schön gemacht hier. Von Pellegrini. Passt. Ah, Pastore, Entschuldigung. Pastore. Mit dem Ausgleich, ganz wichtig. Aber Vorsicht, aufgepasst. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Da komm! Du druckst, kannst nichts machen. Du denkst, ich sage, das Gameplay von FIFA zu Luigi Soccer ist halt schon da, Alter. Wir haben schon hingekriegt. Das ist halt, ja. Dass das bis heute noch immer nicht in den Griff kommt. Und die Steuerung war ja schon mal besser in Revolution Soccer, aber es sind irgendwie wieder aus dem Geschema zu kommen.
So. Einwurf. Ja, scharf. Mit Eckenwurzeit, das bleibt. Pass in der Zeit. Oh, ich will zum Smalling passen. Und der Pass tut um mich. No. Ja, komm, David Holland. Nein. Überaller mit dem 2:1 für Juventus Turin. Oh, ey. Wahnsinn. Sauerlarm vom Tor. Cristante mit der Chance. Ja, das kann es fast, glaube ich, gewesen sein. Ich glaube nicht, dass wir da noch an den Ball kommen. Ja, jetzt spielen die feigen Hunde auf Ballbesitz. Alles klar. Alles klar. Da, komm. Ah! Ja. 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, echt jetzt, oder? Ja, wie sie auf Zeit spielen. Wow, jetzt noch. Verlieren wir wirklich das erste Spiel. So wird das nicht mit dem meisten Titel. Was sie 3 Leute können da. Oh, jetzt pfeift er natürlich wieder für Juventus. Ja, schade, jetzt pfeift er nämlich, ja, genau jetzt pfeift er. Genau das hasse ich in den Brüllen Socken, Alter. Wie sie dann plötzlich nichts mehr tun, wenn sie in Führung sind. Sie tun dann nichts mehr. In FIFA ist es anders. In FIFA, Alter, sie werden so ab, aber sie spielen auf Konter. Aber da tun sie gar nichts mehr. Sie spielen so hart auf Ballbesitz. Was? Tut weh. Ja, Auftakt, Niederlage zu Hause gegen Juventus. Ja, gegen Juventus gleich im ersten Spiel. Das ist schon ein hartes Los. Ja, wird schwierig. Wird schwierig hier in dieser Meisterschaft zu bestehen.
Bester Spieler Europas. Ja. Ja, das lief nicht nach Plan. Ich weiß, wir werden eine Reaktion zeigen, ganz sicher. Ja, das war nicht der Auftakt nach Mars, den man sich gewünscht hat. Aber naja, wenn man dann nicht mehr zum Angriff kommt und der Schiri pfeift dann für nichts für den Gegner, dann ja, aber das nächste Spiel gegen BSFC. Gute Frage, ja. Biblan gegen Brescia, Calcio. Ja, das war's von dieser Folge. Von der ersten als Roma Trainerkarriere 2.0 Neuauflage. Und ja, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Aber nicht vergessen, Road to 60 und wie immer. Danke fürs Zusehen. Bussi aus Bauchi. Euer Lizinator.